Christbaum steht hier in voller Pracht in der Michaelskirche in Gräfenhausen. Es sind schon ein paar Tage ins neue Jahr gegangen und auch ich darf Sie von hier aus ganz herzlich begrüßen aus der Michaelskirche und Ihnen alles Gute und Gottes Segen zum neuen Jahr wünschen. Ein kleiner Impuls soll Sie in das neue Jahr hinein begleiten und ich beginne mit dem Psalm, der normalerweise für den 1. Januar, der über diesem Tag steht, dem Psalm 121. Und wenn Sie ein Gesangbuch zur Hand haben, da ist es die Nummer 749. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass das auch für das neue Jahr gilt, dass du da bist und dass wir auf dich schauen können, auch in diesem neuen Jahr. Danke, dass du nicht schläfst, sondern dass du wach bist, dass du bei uns bist und uns durch dieses Jahr begleiten willst. Und das haben wir auch nötig. Manche Befürchtungen sind da, manche Ängste. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber du bist da. Du bist da mit deinem Licht und das genügt. Amen. Ich lese zwei Verse für diese Tage, für die ersten Tage im neuen Jahr, Verse aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 8 und 9. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Vom festen Herzen sprechen die Verse aus dem Hebräerbrief. Ein festes Herz, das ist das, was wir in diesen Tagen, was wir wünschen, dass wir das haben, was wir aber auch manchmal vermissen, in diesen unsicheren Tagen, wo wir nicht wissen, was morgen sein wird, wo Befürchtungen und Ängste im Raum stehen, wie geht's weiter, da wünschen wir uns dieses feste Herz. Aber erst will ich mal fragen, was ist überhaupt ein festes Herz? Bedeutet es einfach, ja, dass ich weiß, was ich will, dass ich das durchsetzen kann, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, bis zum Ende durchführe, ist das ein festes Herz? Aber manchmal, und das kennen wir alle, ist es so, ich versuche das durchzuführen und ich komme mir vor, wie wenn ich gegen die Wand laufe. Ich komme einfach nicht weiter. Und dann komme ich auch mit meinem Willen nicht weiter. Dann merken wir auch, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass das Herz, dass dort viel mehr gemeint ist als nur der Wille, also dass ich was entschieden habe, der Sitz, wo ich was entscheide, sondern das Herz steht in der Bibel für das Zentrum der ganzen Persönlichkeit, was ich mir wünsche, was ich will, was ich denke, was ich glaube, worauf ich vertraue. Das alles ist im biblischen Sinn im Herzen drin. Und dieses Herz, das ist manchmal wirklich hin und her gerissen. Es gibt einen Vers aus dem Propheten Jeremia, das war ein Prophet, der hat sich viele Gedanken darüber gemacht und der hat sogar gesagt,
Das Menschenherz ist ein trotzig und ein verzagtes Ding. Und er spricht da zwei Extreme an. Trotzig, also dass ich mit dem Kopf durch die Wand will und dann mit Schmerzen feststelle, oh, die Wand, die ist härter als mein Kopf, da komme ich nicht weiter. Und dann das andere Extrem, das verzagte Ding, dass ich dann resigniere und sage, es hat eh alles keinen Wert. Und ich gebe dann auf. Und manchmal ist unser Herz da hin und her gerissen und wir wissen selber nicht, warum und weshalb. Ja, die Psychologie sagt sogar, dass wir in unserem Denken und Handeln, dass es da Dinge gibt, die wir gar nicht richtig ergründen können. So wie das der Prophet Jeremia sagt, wer kann es ergründen? 90%, sagt die Psychologie, tun wir unbewusst, ist irgendwie eingeübt, wir machen uns gar keine Gedanken drüber. Aber wir tun es einfach so und manchmal wissen wir selber nicht, warum. Das Herz des Menschen, das soll fest und gegründet sein in Gott. Und dieser Vers sagt ja, es ist was Wunderbares, es ist was Köstliches, wenn dieses Herz fest und getrost ist. Aber wie wird das Herz fest und getrost? Bestimmt ist nicht damit gemeint, dass wir stur und hartherzig werden und dann einfach, wenn wir eine Richtung eingeschlagen haben, nicht mehr nach links und nach rechts gucken und uns nicht mehr korrigieren lassen. Das ist bestimmt auch nicht gemeint mit dem festen Herzen. Was aber ist dann gemeint? Der Vers sagt ja, wir bekommen ein festes Herz durch Gnade. Gnade ist ein biblischer Begriff und bedeutet nichts anderes als die Zuwendung Gottes, die wir uns nicht kaufen und auch nicht verdienen können. Das Herz wird fest, unsere Persönlichkeit wird fest durch die Gnade. Dadurch, dass sich Gott uns freundlich zuwendet und dass wir diese Zuwendung freundlich annehmen. Das heißt, Gott wendet sich uns zu und wir lassen das auch geschehen. Das heißt, wir lassen uns auch was von Gott sagen. Dass das Herz fest wird durch Gnade, durch die Zuwendung Gottes, ist etwas, so würde ich sagen, etwas für ehrliche Leute, die sich öffnen für das, was Gott uns sagt in seinem Wort, in der Bibel, im Anspruch und im Zuspruch. Und dass wir auch offen sind und bereit sind für Korrektur, da wo wir uns verrannt haben, wo wir wirklich nur noch stur durchs Leben gehen, uns nicht mehr korrigieren lassen, genau dann gilt es auch, unser Herz wird fest, wenn wir uns die Gnade Gottes, seine Zuwendung gefallen lassen und uns was sagen lassen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Mensch so wie so ein Filter bei sich einbaut, wo er nur noch das hört, was er hören will und sich nur das sagen lässt, was er sich sagen lassen will. Und wenn das passiert, dann sind wir tatsächlich nicht mehr bereit für Korrektur und dann gehen wir schnurstracks irgendeinen Weg und manchmal fahren wir auch den Karren an die Wand. Diesen Filter, den lassen wir beiseite und wir lassen uns von Gott etwas sagen. Gottes Zuwendung ist Gnade, dass er uns auch mal korrigieren lässt, wo wir auf dem Holzweg sind und wir uns das sagen lassen und wo wir dann aber auch uns das sagen lassen, was uns niemand anders sagen kann, nämlich dass Gott uns auch sagt, ich hab dich lieb, ich bin für dich da und ich bin bei dir, auch wenn es schwierig wird. Und da kommen wir jetzt auch wieder zu diesem Vers, den ich am Anfang gelesen habe, wo es am Anfang heißt, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und dann später heißt es, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, denn diese zwei Verse gehören zusammen. Denn Gott wendet uns, er wendet sich uns durch Jesus Christus zu und er gibt unserem Herzen einen festen Halt und eine Verankerung. Ich habe hier ein Bild von einem Anker mitgebracht und ich mag diesen Herzanker sehr, weil er ganz viel ausdrückt, dass nämlich dieser Anker, der besteht nämlich aus einem Kreuz und erinnert an Jesus Christus, der jeden Tag bei uns sein möchte, auch im neuen Jahr, und der uns umgibt von allen Seiten. Und deswegen hat dieser Anker auch oben einen Kreis. Ein Kreis ist ja was Vollkommenes, was Rundes. Und diese Verse von Jesus Christus und den festen Herzen, die sagen uns, Jesus Christus will im neuen Jahr
bei uns sein, uns umgeben von allen Seiten wie dieser vollkommene Kreis. Und er geht mit uns, er gibt uns sein Wort mit auf den Weg. Und es ist wirklich ein Wort mit diesen beiden Seiten, ein Wort des Anspruchs, der Korrektur, die wir aber auch brauchen, damit wir, wenn wir uns mal verheddert haben, wieder zurückfinden, und ein Wort des Zuspruchs, das uns sagt, ich bin bei dir und ich gehe mit dir durch dieses neue Jahr. Und darum dieser Anker. Jesus Christus will uns Halt geben, auch im neuen Jahr, und da wird dann unser Herz fest. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, denn Jesus Christus ist bei uns, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Ja, ich gebe Ihnen noch ein Lied mit auf den Weg. Ein Lied, das finde ich, hat einen sehr, sehr schönen Text. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und ich singe das a cappella. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und Friede voll. Ist doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt das Herz, sei es spät, sei es früh. Du weißt den Weg, ja doch, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe, Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. In dem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes, gutes neues Jahr 2021, und ich spreche Ihnen den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.